Ein Leben ohne Jazz, für Tony Lill undenkbar. Kreativität und Improvisation gehören für ihn zum Alltag. Egal ob beim Musizieren oder beim Malen. Die eigentliche Verbindung zwischen der Musikrichtung oder zwischen der Jazzrichtung, die ich mache, das wäre der Dixieland. Und eine Musikart mit sehr viel Freiheiten, auch mit Improvisation drin enthalten. Und eben die Aquarellmalerei im Speziellen, wo auch nicht geplant gemalt wird, zum größten Teil, sondern wo man natürlich schon mit aufs Material eingehen muss. Vor seiner Berentung arbeitete Lill als Realschullehrer. Seine Unterrichtsfächer Wirtschaft, Informatik und Rechnungswesen deuteten dabei nicht gerade auf einen kreativen Kopf hin. Doch die Malerei begeistert ihn schon seit Jahren. Ich weiß, dass ich meine erste Ausstellung gemacht habe mit vermutlich 10. Und damals war der Picasso in den Lesebüchern drin. Ja, und da habe ich dann so ganz abstrakte Bilder gemacht, wo dann wirklich auch die Betrachter gesagt haben, Mensch, hier ein Picasso. Inzwischen malt der Kempner sowohl abstrakte als auch gegenständliche Bilder. Zu seinen Werken inspirieren lässt er sich dabei von Alltäglichem. Mal sind es Gebäude, mal Fotos in der Zeitung. So landen viele Allgäuer Motive auf seinem Zeichentisch. Doch auch im Urlaub kann Lill das Malen nicht lassen. Im Urlaub habe ich zusätzlich zum Fotoapparat immer meine Skizzenbücher dabei. Und da wird dann in aller Ruhe alles Mögliche skizziert. Also in erster Linie natürlich die schönen Gebäude, aber auch mal Stühle nur oder Personen. Einfach so zum Training und auch, wie gesagt, auch aus Spaß an der Tätigkeit. Eine weitere große Inspiration erkennt man schon auf den ersten Blick. Der Jazz. Seit 45 Jahren macht Lill bereits Musik mit verschiedenen Bands. Da liegt es nahe, dass er oft auch Musiker porträtiert, egal ob Vorbilder oder Bandkollegen. Diese Bilder stellte er im vergangenen August im Haus der Senioren in Kempten aus, mit unerwarteten Folgen. Und da wurde eben der Klecks Hans-Jörg Hensler darauf aufmerksam, dass ja da auch Jazzmusiker drunter sind. Und Jazz and Flowers nannte sich die Ausstellung. Und dann habe ich beim Klecks diese Bilder auch vorgelegt und hat dann ein Gremium ausgesucht. Und der Roland Traut, der hat ja dann das Plakat gestaltet, hat dann letztlich auch diesen Saxophonisten gewählt. Dass sein Motiv nun das Plakat des Jazzfrühlings schmückt, macht Tony Lill natürlich stolz, auch wenn er selbst wohl sein größter Kritiker ist. Obwohl sein Bild nun auf Plakaten und in Anzeigen zu sehen ist, eine Karriere als Künstler will er nicht einschlagen. Ich glaube, dass ich das Ganze bei dem Motto lasse, was ich bisher gehabt habe, eigentlich mehr Spaß an der Tätigkeit, ja, wie an der Karriere. Und so widmet sich Tony Lill wieder seinen Bildern, untermalt von, wie sollte es anders sein, Jazzmusik.